Hey und herzlich willkommen beim neuen Video in der Welt des Divers. Mein Name ist Julius und heute geht es um das Smart Chart Feature. Kennst du das vielleicht? Du bist Gastronom, hast mehrere eingerichtete Divers in deinem Restaurant oder deiner Bar und die Anzeigen wechseln sich nicht mehr automatisch? Kein Grund zur Sorge, denn das liegt vermutlich daran, dass die Batterie deines Divers möglicherweise leer ist. Wie kannst du das herausfinden? Naja, ganz einfach, indem du die App öffnest und hier einmal auf Standorte gehst, diesen Standort auswählst und dann siehst du hier rechts schon den aktuellen Batteriestatus deiner Divers. Das kann allerdings im stressigen Gastronomiealltag auch gerne mal untergehen und dann vergisst man natürlich auch mal schnell, das betroffene Diver wieder aufzuladen. Um sicherzugehen, dass niemals alle Geräte gleichzeitig leer gehen, gibt es das sogenannte Smart Charge Feature, welches es erlaubt, mich zu benachrichtigen, wenn ein spezifisches Diver geladen werden muss. Ich zeige dir, wie du es aktivierst. Wir sind ja hier jetzt in der App im Standort-Tab und hier ist meine imaginäre Bar Berlin mit drei Geräten. Und wenn wir hier jetzt einmal nach links swipen, sehen wir hier schon das Bearbeitungs-Icon. Darauf tappen wir und dann sehen wir auch schon direkt, hey, Smart Charge. Wenn wir das Ganze jetzt aktivieren, müssen wir im nächsten Schritt nur noch die Anzahl der Ladegeräte eingeben. In meinem Beispiel ist das ein Ladegerät. Und ich kann jetzt hier auch noch auswählen, um wie viel Uhr ich denn gerne benachrichtigt werden möchte. 9 Uhr ist für mich eigentlich nicht schlecht, aber ich stelle jetzt mal 12 Uhr ein. Das Tolle an Smart Charge, wenn du beispielsweise ein Restaurant mit 20 Geräten besitzt, die jeden Tag laufen sollen, berechnet Smart Charge ganz automatisch den optimalen Ladezyklus. Wenn ein Gerät beispielsweise nur 50% hat und die anderen vollgeladen sind, bekommst du dann eine Benachrichtigung für das betroffene Gerät, die dir dann sagt, jetzt laden, damit auch alle Geräte gleichzeitig laufen. Wenn du nun solch eine Benachrichtigung bekommst und bei all deinen Divers etwas den Überblick verlierst, kannst du mithilfe der Lokalisieren-Funktion das betroffene Gerät schnell ausfindig machen. Ich habe hier beispielsweise drei Geräte, eins davon ist leer. Ich swipe einmal nach links, tappe auf das I und dann wähle ich hier Lokalisieren aus. Und hier steht jetzt auch, wenn aktiviert, wird in Kürze ein Overlay auf der Anzeige angezeigt, welches dir hilft, das entsprechende Diver zu identifizieren. Die Anzeige wird automatisch nach 15 Minuten oder beim Start des Ladevorgangs zurückgesetzt. Ist für mich okay, deswegen wähle ich jetzt Ja aus. Ich habe das Ganze jetzt einfach mal zur Veranschaulichung bei allen drei Geräten gemacht und wir sehen hier direkt auch schon, wir bekommen jetzt eine Anzeige, die uns den Batteriestatus zeigt, sowie den Namen des jeweiligen Divers, wie wir ihn in der App vergeben haben. Das war's dann auch schon zum Smart Charge Feature. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.